Manchmal sieht es aus wie eine Märchenwelt. Und manchmal ist einfach nur typisches Bergwetter. Doch irgendetwas Zauberhaftes liegt schon über dieser Landschaft. Den steilen Gipfeln, sanften Hügeln und Seen. Ich glaube ja, das Geheimnis steckt unter der grünen Oberfläche. Es sind die Spuren im Stein, die das Allgäu so besonders machen. Das sollten wir rauskriegen. Genauso, was ein Fingernagel mit den Alpengipfeln zu tun hat. Unbedingt. Und was macht eigentlich ein Käseschmierer? Wohin führte die erste Fahrt ins Blaue? Und wie wird man Adlerkönig? Zuerst aber mal zu einem richtigen König, dem Kini. Der, also Ludwig II. Von Bayern, hat sich das wohl berühmteste Schloss der Welt bauen lassen, und zwar hier im Allgäu, dort unten. Und wenn sich die Wolken verzogen haben, nach meinen Berechnungen müsste das gleich soweit sein, werde ich mir das Märchenschloss mal aus der Luft anschauen. Rein in die Gleitschirmklamotten zur Startvorbereitung auf dem Tegelberg. Hier ist ein idealer Startplatz und dazu ist es ein toller Aussichtsberg auf die Allgäuer Landschaft. Herrlich. Ja, und das hier, das ist der Luxusblick, den ich jetzt habe. Hier sind meine Füße. Das ist der Luxusblick, den ich jetzt habe auf das Schloss Neuschwanstein. Und das strahlt ja richtig glänzend weiß. Und das liegt am Kalkstein. Und dieser Kalkstein ist gewonnen worden aus einem nahegelegenen Steinbruch bei Füssen. Ups, jetzt müssen wir mal eine Kurve machen. Direkt nachdem die Steine abgebaut wurden, waren die richtig grau und unangenehm anzusehen. Und genau durch den Prozess der Verwitterung wurden sie dann richtig schön weiß. Die Baumeister vom Kini, die haben genau gewusst, was sie da taten. Es war eine gefährliche Arbeit damals am Steinbruch Alter Schrofen. Dieses Martel gedenkt den Verunglückten beim königlichen Burgenbau. So sieht der ursprünglich graue Kalksandstein aus. Die Überreste des Steinbruchs liegen versteckt im Schatten von Neuschwanstein. Das Schloss zieht heute Millionen Besucher an. Steine als Touristenmagnet. Der strahlend weiße Logenplatz Ludwigs II. Mit Blick auf das Alpenvorland und die Berge. Als der Bau 1869 begonnen wurde, erkundete gerade ein Pionier des Alpinismus die Allgäuer Alpen. Und da kommen wir zur Frage, was die Alpen mit dem Fingernagel eines Bergsteigers gemeinsam haben. Aber der Reihe nach. Der Pionier, Hermann von Barth, war eigentlich Jurist. Doch das war dem damals 24-Jährigen zu langweilig. Deshalb erkundete er die Allgäuer Alpen in zahlreichen Erstbesteigungen. Ohne Führer, immer allein. Von Barth ging es nicht nur um die Gipfel. Ihn interessierte das Phänomen Alpen. Die Form der Felsen, die Art des Gesteins. Mineralien und Fossilien. Die Berge als Gesamtsystem, auch mit ihren extremen Wettererscheinungen. Alles hielt er fest. Hermann von Barth war vermutlich der erste Tourist des Allgäus und hat dann auch gleich noch ein Buch über die Region geschrieben. Aus den nördlichen Kalkalpen, heute ein Klassiker. Der hat sowohl von Barth als auch die Allgäuer Alpen berühmt gemacht. Hermann von Barth war ein kletternder Universalgelehrter, der sich sehr für die Spuren im Stein interessierte. Und die haben es in sich. Schließlich sind die Allgäuer Alpen eine der kompliziertesten geologischen Formationen weltweit. Wie ist es zu diesen fantastischen Faltungen des Gesteins gekommen?
Und was soll das mit einem Fingernagel zu tun haben? Diese beeindruckenden Berge sind nur deswegen entstanden, weil sich vor langer, langer Zeit Urafrika aufgemacht hat Richtung Ureuropa. Wie ein Schneepflug hat es dabei unterschiedliche Gesteinsschichten vor sich hergeschoben und ähnlich wie hier haben sich dadurch die Alpen aufgefaltet. Die Urkräfte der Plattentektonik. Sie schoben ehemaligen Meeresboden auf ein Drittel seiner Fläche zusammen und hoben die Alpen an. Mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 3 bis 4 Zentimetern im Jahr. Genauso schnell wächst ein Fingernagel. Seit mittlerweile 55 Millionen Jahren schiebt sich von Süden her die Adriatische Platte in die europäische. Ein geologischer Auffahrunfall, wenn man so will. Und in der Knautschzone, da türmen sich die Alpen auf. Der Hochvogel. Einer der markantesten Berge der Allgäuer Alpen. 2592 Meter ist er hoch und ganz oben, auf dem Gipfel, hat schon von Barth bivakiert. Den hat neben den vielen geologischen Launen der Alpenfaltung sicher auch die schiere Schönheit dieser Landschaft fasziniert. Ein überwältigender Anblick. Nach einer Übernachtung auf einer Allgäuer Alphütte sieht man die Welt leicht entrückt, mit etwas anderen Augen. Und man kann dort so einiges erleben. Florian Jehle ist eigentlich Bergführer, hat mehrmals die Eiger Nordwand durchstiegen, war auf Expeditionen im Karakorum in Zentralasien, doch am liebsten sind ihm die heimatlichen Allgäuer Gipfel. Mit der Ausrüstung? Ja, ein altes Seil, also ein Hanfseil. Er versetze sich manchmal in die Lage der frühen Bergpioniere, erzählt er mir. So könne man deren Leistungen erst richtig einschätzen. Die Geschichte mit dem Fingernagel kennt er auch. Wenn die stimmt, müssten unsere Gipfel ja schon zig Kilometer hoch sein, sagt er. Sind sie aber nicht. Das liegt unter anderem daran, dass die Erosion immer wieder Material abträgt und das Aussehen der Alpen ständig verändert. Zurzeit sehen sie im Allgäu so aus. Und ihre wohl typischsten Bewohner sind die Allgäuer Kühe. Sie prägen diese Landschaft. Aus ihrer Milch wird das wohl bekannteste Produkt des Allgäus hergestellt: Käse. Doch was macht dabei der Käseschmierer? Um zu verstehen, warum jeder gute Allgäuer Bergkäse anders schmeckt, muss man sich zuerst den Boden anschauen. Wie hier an der Nagelflugkette, auf dem das Gras wächst, das die Kühe fressen, die daraus Milch produzieren, die dann zu Käse gemacht wird. Und danach, viel später, kommt irgendwann vielleicht der Käseschmierer. Also schauen wir uns erst einmal ein typisches Gestein der Voralpen an. Die Allgäuer nennen diesen Stein ehrfürchtig Herrgottsbeton oder auch Nagelfluh. Sieht so ein bisschen aus, als hätte der Herrgott persönlich hier Nägel in Beton eingeschlagen. Und entstanden ist dieses Gestein zur Zeit der Alpenentstehung. Aus Schlamm, Geröll, Schutt. Und das wurde dann praktisch durch die urzeitlichen Flüsse hierher geschwemmt und anschließend zusammengepresst und dann auch aufgefaltet. Bei diesem Prozess entstand überall ein etwas anderer Untergrund. Und auch deshalb sind diese beiden schon in aller Früh unterwegs. Mit dem Mountainbike durchstreifen Thomas Breckle und Martin Rösle die Alpen. Immer auf der Suche nach dem besten Bergkäse. Nach dem Melken wird auf der Alpe Oberberg gekäst. Die Alp, das ist eine Berghütte mit Stall und Wiesen rundherum, mit vielen unterschiedlichen Kräutern und Blumen, je nach Untergrund eben. So entsteht der richtige Bergkäse. Sebastian Beck schüttet in die angewärmte Milch im Kupferkessel natürliches Kälberlab.
Die darin enthaltenen Enzyme sorgen dafür, dass das Milcheiweiß ausgefällt wird. Nur sehr traditionsbewusste Senner arbeiten noch mit dem Naturlab, erklärt mir Thomas Breckle, der Jäger des besten Bergkäses. Mit der sogenannten Harfe wird die gestockte Milch geschnitten. So kann die Molke von der eigentlichen Käsemasse getrennt werden. Die Größe des Käsebruchkorns ist mitentscheidend für die spätere Qualität. Eine Kirschkorngröße ist optimal. Jetzt trennt Sebastian mit einem Helfer den Käsebruch von der Molke. An ungefähr 110 Alpsommertagen verarbeitet er 70.000 Liter Milch von 33 Kühen zu 7 Tonnen Bergkäse. Schwerstarbeit und ein beinahe archaisches Schauspiel. So gefällt das Thomas Breckle, der mir auch die Molke schmackhaft macht. Ganz gut. Sebastian Beck ist stolz auf die traditionelle Sennerei. Früher war sie eine schlichte Notwendigkeit, denn die Milch konnte hier oben den Sommer über nicht konserviert und gelagert werden. Also haben sie Bergkäse gemacht, der am besten im Keller reift. Und da kommen wir zum Käseschmierer. Das ist nämlich die Berufsbezeichnung von Thomas Breckle. Doch zuerst muss ich mich noch von den Alpkühen verabschieden. Die manchmal ihren eigenen Kopf haben, wie die Allgäuer. Kempten, die Metropole des Allgäus. Vor gut 150 Jahren hatte hier der Käsepionier Karl Hirnbein die Idee, die Milchwirtschaft im großen Stil zu etablieren. Und seitdem ist das Allgäu die deutsche Käseregion schlechthin. Und nun lüften wir endlich das Geheimnis des Käseschmierers. Thomas Breckle zeigt mir seine Schätze, die in einem Klosterkeller reifen. Zig Meter tief unter der Erde, in einem Gewölbe aus 18 Lagen Ziegeln, soll jeder Käse in Ruhe seinen ganz eigenen Charakter entwickeln. Also es bleibt ja nicht jeder Käse gleich lang. Und ich merke schon, der mag es kalt und feucht. Käse mag es kalt und feucht, ja. Wir haben hier 99% Luftfeuchtigkeit und 10 Grad Temperatur. Und vor allem mag es dunkel. Und er mag geschmiert werden. Zweimal in der Woche werden die Laibe mit einer Lake aus Salz und Wein, die genaue Rezeptur ist Thomas' Geheimnis, eingerieben. Da gehe ich natürlich zur Hand. Diese Pflege kommt vor allem der Käserinde zugute. Sie verhindert, dass der Käse austrocknet. Für den Geschmack sorgt in erster Linie die jahrelange Reife von Thomas Breckles Bergkäsespezialitäten. Er lässt mich von der zweijährigen schwarzen Mamba probieren. Den probieren wir jetzt einmal. Das ist jetzt einer, der ist auf dem Punkt. Der ist jetzt so gute 2 Jahre. Ein Geschmackserlebnis. Dafür sorgt die strenge Auswahl der Alpsenner und die viele Zeit, die Thomas seinen Käsen zum Reifen gibt. Und auf der Alpe Obereck verrät uns Thomas, was man mit seinem Bergkäse noch machen kann. Die berühmten Allgäuer Kässpatzen. Angeleitet von Alois Ried, seines Zeichens Koch und Bürgermeister von Thomas' Heimatgemeinde Ofterschwang, machen wir erstmal den Spätzle-Teig. Mehl, Eier, Alpenmilch, kräftig durchkneten. Und dann geriebener Bergkäse. Nicht zu wenig, ist Alois hochpräzise Mengenangabe. Nun wird es heiß. Spätzle hobeln ins siedende Wasser. Thomas kümmert sich um die in Butter goldgelb gerösteten Zwiebeln. Sie kommen auf die Spätzle-Käseschichten und sind natürlich schön kalorienarm. Wie das ganze Gericht. Unsere Vorfreude auf das Allgäuer Nationalgericht ist groß. Endlich dürfen wir reinhauen. Und dann erzählt Thomas noch etwas Interessantes. Gute Kässpatzen ziehen kaum Fäden. Das passiert nur mit jungem, unreifem Käse. Und der kommt bei unserem Käseschmierer natürlich nicht auf den Tisch. Kässpatzen. Ein herrlich einfaches und wahrscheinlich uraltes Gericht, das vielleicht schon im römischen Cambodunum gegessen wurde.
der ältesten Stadt Deutschlands, wie die Allgäuer behaupten. Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, Trier sei die älteste Stadt Deutschlands. Jetzt soll es Kempten sein. Was stimmt denn? Tatsächlich hat Kempten die älteste schriftliche Erwähnung einer römischen Stadt in Deutschland durch den griechischen Geographen Strabon, der Cambodunon, das ist der griechische Name, erwähnt als Stadt der keltischen Estionen. Das römische Cambodunum ist zum Teil wieder aufgebaut worden. Im Tempelbezirk des archäologischen Parks kann man sich in die Zeit zurückversetzen, als die Stadt an der Iller ungefähr so ausgesehen hat. Die erste Hauptstadt der Römer in der Provinz Rätien, um 15 vor Christus von Drusus, dem Stiefsohn Kaiser Augustus, gegründet. Die erste Stadt in der Geschichte des Allgäus, die aus Stein gebaut wurde. Das hier war der Steinbruch? Ganz richtig. Diese Gesteinsrippe hier markiert den Beginn der Alpenauffaltung. Die Alpenauffaltung. Wir erinnern uns, der geologische Auffahrunfall hat auch was mit der Gründung der Römerstadt zu tun. Die Stadtarchäologin Maike Sieler zeigt es mir anhand einer Karte. Richtig. Als die Römer ihre Siedlung anlegten, war der Hauptfluss der Iller westlich der Burghalde. Die Gesteinsrippe zieht sich von Ost nach West, quer durch die Landschaft, und schnitt damals auch die Iller, an deren Hochufer die Römer ihre Stadt anlegten. Die Steine für die Thermen, die Tempel und das Forum lagen nur den berühmten Steinwurf entfernt. Die Gesteinsrippe war ein doppeltes Argument für die Ortswahl der Römer. Denn sie verursachte außerdem die letzten großen Stromschnellen an der Iller flussabwärts, Richtung Norden, Richtung Germanien. Genau dort waren diese Stromschnellen. Die Römer haben also aus gutem Grund genau an dieser Stelle ihre Stadt gegründet. Ab hier war die Iller schiffbar und Flüsse waren damals enorm wichtige Verkehrswege. Cambodunum lag also strategisch günstig. Das erkannten die Baumeister des Kaisers und entwarfen eine typische Römerstadt. Viele Grundmauern aus dem leicht abzubauenden Sandstein des naheliegenden Steinbruchs sind bis heute erhalten und wurden von den Archäologen wissenschaftlich untersucht. Hier das Forum, das Zentrum der Stadt, in dem Geschäfte abgewickelt und Recht gesprochen wurde. Die Römer brachten ihre Zivilisation und Marmor aus Italien. Denn trotz der Gesteinsvielfalt der Allgäuer Alpen war dieses Baumaterial hier so gut wie unbekannt. Wie sind denn diese exotischen Steine hierher gekommen? Zum einen über die Flüsse als wichtige Verkehrsrouten und zum anderen über die Fernstraßen. Cambodunum müssen Sie sich vorstellen als ein kleines Rom im Norden, das auch sich mit römischem Luxus und römischer prächtiger Ausstattung umgeben wollte. Die Reisewagen und Ochsenkarren der Römer haben deutliche Spuren im Stein hinterlassen, wie hier auf der Römerstraße bei Buchenberg. Unzählige Warenladungen mit Gütern sind damals hier zwischen Kempten und Bodensee transportiert worden. Die Straße ist für die Archäologen ein wichtiger Zeuge der Römerzeit. Sie verband das Allgäu mit dem gesamten Imperium Romanum. Das Allgäu war aber schon viel früher für Menschen attraktiv. Ein Nachfahre der Römer, der gebürtige Sizilianer Giuseppe Gulisano, erforscht zusammen mit Tobias Klöck die Steinzeit im Allgäu. Und ihm gelangen hier in der Hörnergruppe sensationelle Funde. Bis zu 10.000 Jahre alt, erklärt mir Hobbyarchäologe Gulisano. Giuseppe versetzt sich in die Lage eines Steinzeitjägers und überlegt, was ist wohl der optimale Platz, der Schutz bietet vor Wind und Wetter. Und das ist im Allgäu ja hier nicht immer ganz einfach. Es gibt schwere Gewitter, es gibt starke Regenfälle. Und dann muss natürlich ein zweiter Punkt gewährleistet sein. Wo ist der gute Blick auf das Wild, um es zu jagen? Die Methode, die klingt eigentlich ziemlich einfach. Aber jahrelang hat sich der Steinzeitjäger hier im Allgäu schon aufgehalten und damit mehr und mehr Erfahrung gesammelt. Giuseppe und Tobias weihen mich in die Geheimnisse der Steinzeitfahndung ein. Geduld und ein scharfes Auge braucht man schon. Und Glück.
dieses hier zum Beispiel könnte jetzt, ich versuche... Das ist ein Abschlag. Oh, das ist sogar ein Kratzer. Oh. Hier, schau mal. Wow. Sehr gut, sehr gut. Also ah? das, was wir hier gefunden haben, hey, das ist echt, echt klasse. Was ist das? Ja? Was ist das? Das ist ein Abschlag, ein Radiolarit-Abschlag. Ja. Und dieser Radiolarit, den haben die Steinzeitjäger verwendet. Das war quasi der Stahl der Steinzeit. Und wie der vor tausenden Jahren bearbeitet wurde, demonstriert Tobias mit einem simplen Werkzeug aus Hirschhorn. Faszinierend. Die beiden Hobbyforscher enträtseln die Allgäuer Vorgeschichte. Das Allgäu muss für die frühen Menschen schon ein richtiges Paradies gewesen sein. Zumindest im Albsommer, wenn es genug Nahrung gab, für das sich die Strapazen des Bergsteigens gelohnt haben. Steinböcke standen sicher genauso auf ihrer Abschussliste wie Murmeltiere. Deren Fett gilt heute noch als wahres Elixier gegen Rheuma, Arthrose und bei Erfrierungen. An den König der Lüfte, den Steinadler, sind die Steinzeitjäger wohl nicht herangekommen. Dafür aber dieser Mann. Der Oberstdorfer Leo Dorn war Leibjäger des Prinzregenten Luitpold von Bayern. Typischer Bergler, oder? Groß, kräftig, Rauschebart und der Filzhut. Bei Dorn logisch mit Adlerfeder. Insgesamt 77 Steinadler soll Leo Dorn erlegt haben. Dafür ernannte ihn der Prinzregent höchstpersönlich zum Adlerkönig. Dorn war damit maßgeblich an der Ausrottung der Vögel beteiligt. Der Allgäuer Himmel war zur Hölle geworden. Damals, also Ende des 19. Jahrhunderts, war der Adler als Schädling verschrien, der den adligen Jägern Rehe und Hirsche als Jagdbeute streitig machte, erklärt mir der Vogelschützer Henning Wert. Die Tiere sind ja nun schon sehr groß, kräftig und letztlich auch gefährlich. Wie konnte Leo Dorn die überhaupt fangen? Also der hat die vor allem im Winter gefangen. Da sind die Adler hungrig und fressen dann eben Kadaver. Etwas ausgelegt und dann dort an diesem Kadaver so Tellereisen installiert. Das schlug dann zu. Die Klauen und Fänge vom Adler waren dann gefangen, konnte sich nicht mehr befreien und ist dann praktisch elend zugrunde gegangen. Was für eine grauenhafte Jagdmethode. Fast wäre es Leo Dorn und anderen so gelungen, den Steinadler im Allgäu gänzlich auszurotten. Dass die Tiere heute wieder ihre Kreise über den Gipfeln ziehen, verdanken wir einem strengen Naturschutzgesetz und Menschen wie Henning Wert. Der Sonthofener hat ein Steinadler-Schutzprogramm auf die Beine gestellt und beobachtet die Adler regelmäßig. Besonders, wenn sie Junge im Horst haben. Ah, jetzt hat man den Kopf wieder gesehen. Okay. Heute werden die Brutplätze extrem geschützt. Doch noch immer stellt die Jagd die größte Gefahr für die Adler dar. Allerdings indirekt, meint Wert. Die Tiere fressen mit Bleikugeln angeschossenes und verendetes Wild. Oder verteilen es an ihre Jungen. Das Schwermetall reichert sich in ihrem Körper an. Bleivergiftung ist heute Todesursache Nummer 1 bei Steinadlern. Der Adlerkönig gehört Gott sei Dank der Vergangenheit an. Der Schutz der Steinadler, ja der gesamten Natur, ist heute wichtiger denn je. Sie ist das größte Kapital des Allgäus. Umweltschutz ist auch für die Mitarbeiter der Firma Geiger ein wichtiges Thema. Der Oberstdorfer Baustoffproduzent hatte mit einer kleinen Kiesgrube angefangen. Heute ist er Marktführer im Allgäu. Seit vielen Jahren betreibt er diesen Steinbruch bei Wertach. Gemeinsam mit Christoph Heim, dem Geologen des Unternehmens, warte ich auf einen spannenden Moment. Wow, das ging fix. Also nochmal zum Genießen. Tausende Tonnen Alpenfaltungsgestein fallen hier zu Boden. Schon beeindruckend. Also ich habe gerade gelernt, 2,2 Tonnen Sprengstoff, 15.000 Tonnen Material. Puh,
Das war was. Es ist ja für uns noch eine kleinere Sprengung und wir möchten eigentlich gar nicht so viel Sprengstoff einsetzen, weil unser Bestreben ist es, möglichst große Steine zu gewinnen, die wir für Flussverbauungen und Wandverbauungen verwenden können. Also so richtige Kavenzmänner. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, da unten wird ja jetzt, also die Sprengung ist wenige Minuten her, jetzt wird schon richtig gewuselt da, ja. Aufgeladen. Das ist ja teilweise dann 3-4 Quader und der LKW ist voll. Ja gut, einer wiegt mehrere Tonnen und so ist es halt, mehr darf halt nicht drauf. Welche Gesteinsarten genau nach der Sprengung zum Vorschein kommen, ist selbst für die Spezialisten immer wieder eine Überraschung. So komplex ist die Geologie im Allgäu. Ein Baggersee an der Iller. Der dort gewonnene Kies ist letztendlich ein Produkt der letzten Eiszeit vor rund 20.000 Jahren, obwohl das Material von der Alpenfaltung vor über 50 Millionen Jahren stammt. Ganz schön kompliziert, was hier aus dem Nass gebaggert und im Kieswerk daneben dann sortiert wird. Das Allgäu ist ja ein regelrechtes Kies-Eldorado. Durch die Erosion wird natürlich praktisch täglich Nachschub von den Alpengipfeln geliefert. Und die Kiesel, die Rolling Stones der Berge, sind hier praktisch überall. Wie kommt, Herr Heim, der Kies eigentlich zustande? Das Gebirge wird abgetragen, Steine fallen herunter, werden kleiner und letztendlich früher durch den Gletscher, jetzt durch den Fluss, werden diese Steine transportiert. Also die Kugeln da immer so weiter und werden kleiner und kleiner. Genau, werden kleiner und kleiner. Und von großen, kantigen Steinen werden es halt dann Kies, je nachdem, wie weit sie transportiert werden. Hier, da haben wir den Kies und je weiter flussabwärts, umso weiter den Sand. Ein Radlader. Das Männerspielzeug schlechthin, muss ich natürlich ausprobieren. Mit einer Schaufel kann der bis zu 10 Tonnen Kies verladen. Das ist statistisch der Verbrauch an Baumaterial eines jeden Bundesbürgers pro Jahr. Viel zu tun für Geiger und Co., die dabei strengste Umweltauflagen erfüllen und langfristig ihre Spuren möglichst verwischen müssen. Die Spuren, die der Gletscher der letzten Eiszeit in der Landschaft hinterlassen hat, sind heute noch zu sehen. An dieser Felsrippe ist er entlang gescheuert. Hier die Schleifspuren. Und so sah es damals aus, vor 20.000 Jahren, als die sich nach Norden vorschiebenden Alpengletscher die Allgäuer Landschaft modellierten. Vor sich her schoben sie gewaltige Mengen Geröll, die sie zu Hügeln, den sogenannten Endmoränen, auftürmten. Und an den Seiten wurde ebenfalls Gestein in großem Stil verschoben. Diese Seitenmoränen wurden zu Hügelketten, als die Gletscher abschmolzen. Zurück blieben neben den für das Allgäu so charakteristischen Hügeln auch Seen und Moore. So will es die Geomorphologie. Oder war alles doch ganz anders und hat der Herrgott, wie die Allgäuer sagen, diese Landschaft erschaffen? Eins ist sicher, die Kraft des Wassers war und ist für spektakuläre Formen verantwortlich, die sie aus dem Stein höhlt, wie hier in der Breitachklamm. An manchen Stellen wähnen die Allgäuer den Gegenspieler ihres Herrgotts am Werk, den Teufel. Es soll einen Stein geben, an dem er seit Urzeiten seine Sense denget. Und wenn die Menschen das Dengeln seines Hammers hören, wartet Unheil auf die Welt. Krankheit, Hunger, Krieg, so der Volksglaube. Im Kemptner Wald soll der Dengelstein des Teufels liegen. Und ja, da ist er. Dieser außergewöhnliche Kieselstein hier ist 8 Meter hoch und mehrere tausend Tonnen schwer. Kein Wunder, dass es zu so einem Koloss allerhand Geschichten gibt.
Für die Kelten soll der mächtige Stein ein heiliger Opferplatz gewesen sein. Möglicherweise war er auch Richtstätte oder Versammlungsplatz. Auf jeden Fall hat der Dengelstein bis heute eine ganz besondere Ausstrahlung. Einige Geschichten handeln auch davon, wie das Ungetüm mitten in den Kemptner Wald kam. Natürlich durch Zauberkraft. Magie war für die Menschen damals eine ganz selbstverständliche Erklärung. Naturwissenschaftliche Zusammenhänge kannten sie noch nicht. Heute wissen wir, die Gletscher waren schuld. Auf dem Rücken des Iller Gletschers wurde der Nagelfluhbrocken aus den Bergen ins Alpenvorland transportiert. Als der Gletscher schmolz, blieben dieser Findling und viele andere zurück. Ein weiteres Erbe der Gletscher zeigt mir Walter Sirch. In diesem Allgäuer Moor hat seine Familie früher Torf gestochen. Und dann hat man angefangen mit so einem Spaten, hat man so abgestochen. Und dann mit so einem speziellen Eisen, so einem Schubeisen, hat man dann Vase für Vase rausgestochen. Immer so trettenförmig. Vor allem enorm, wenn man sich überlegt, wie lange das Moor dafür gebraucht hat, ne, um so hoch zu werden. Ja, das stimmt. Im Jahr ungefähr 1 Millimeter. Und dann weiß man schon, 1 Meter in 1000 Jahren ungefähr. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und dann wird so ratzfatz, werden einmal 1000 Jahre oder 2000 ja. Jahre abgestochen. Ja. Ja. Aus dieser zierlichen Torfmoospflanze entsteht das Moor. Walter Sirch ist ihm treu geblieben. Heute führt er Interessierte in die feuchten Schutzgebiete und erklärt ihren Nutzen und ihre Geschichte. Jetzt, Lena, look her. Jetzt sind wir im Tempel. Unberührtes Hochmoor. Ist das nicht ein Traum? So ungefähr hat es nach der letzten Eiszeit ausgesehen, oder vielleicht 1000 Jahre später. Da fällt jetzt bloß noch das Mammut. Der Ort hat ja auch schon andere verzaubert, richtig? Der Ort hat andere verzaubert. Also der Sage nach ist das da ein ganz berühmter Hexenplatz, wo wir uns da befinden. Und da gibt es so also nette Sagen, dass abends manchmal Leute vorbeikommen sind und weh, sie sind in diesen Hexenkreisen reingekommen. Dann war er zu verloren. Da erzählt man von einem Mann, der war da vom Wirt verstötten heimgelaufen ist und dann zumal in diesen Hexenkreisen reingekommen ist. Und dann die Oberhexe hat mich mit dem in die Lüfte und hat ihn mit. Und erst in der Früh beim Gebärdleiter hat es einen Fall erlaubt. Der Moorführer weiß noch viel mehr zu erzählen. Zum Beispiel von den Pflanzen. Viele wachsen nur hier, im nährstoffarmen Boden des Moors. Die Spirke, eine Kiefernart, ist typisch für diese Landschaft, die genauso zum Allgäu gehört wie die Berge und Seen. Doch diese Seite kennen viele noch nicht, genauso wenig wie das scheidige Wollgras. Die typische Vegetation der nacheiszeitlichen Tundra. So sah es hier schon vor vielen tausend Jahren aus. Für Forscher ist das natürlich hochinteressant, doch nicht nur das. Letztlich profitieren wir alle von intakten Mooren. Warum ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Moore sind gigantische CO2-Speicher. Sie binden nämlich Kohlendioxid, das zum Beispiel von Verbrennungsmotoren ausgestoßen wird, und machen es somit unschädlich. Am Bannwaldsee, im Schatten von Schloss Neuschwanstein, gibt es auch noch ein naturbelassenes Stück Moor, genauer gesagt Moorrand. Diese Übergangszone zwischen landwirtschaftlicher Nutzfläche und Biotop ist heute geschützt und ein Paradies für Pferde. Das nächste Rätsel, das ich lösen muss: Wo liegt das schwarze Herz des Allgäus? Und was haben diese Flusskiesel damit zu tun? Die Fahndung konzentriert sich auf die Bäche Kürnach und Eschach an der bayerisch-württembergischen Grenze. Solche Steine wie diesen hier sammelten vor 200 Jahren arme Frauen und Kinder von den Einödshöfen, um sich ein Zubrot zu verdienen. Denn aus diesem quarzhaltigen Gestein konnte man Glas machen.
und die nötige Energie für das Feuer, um dieses Glas zu produzieren, die stand natürlich reichlich hier im Wald zur Verfügung, in diesem dunklen, dichten Wald. Die Täler und Tobel an Eschach und Kürnach sind einsam und abgelegen. Man sieht die Berge nicht, sehr untypisch für das Allgäu. In den dichten Wäldern versteckte sich einst der Fürstabt von Kempten im Dreißigjährigen Krieg, als die Schweden die Stadt heimsuchten. Mit Wasserkraft wurden solche Pochwerke betrieben. Die eingesammelten quarzhaltigen Steine, eine Unterart des Nagelfluhs, wurden so aufgebrochen und für die Glasproduktion vorbereitet. Schon im 17. Jahrhundert siedelten sich Glasmacher aus der Fremde im schwarzen Herzen des Allgäus an. Schwarz wie die Holzkohle zum Befeuern der Schmelzöfen. Das Dorf Schmitzfelden war das Zentrum der Allgäuer Glasmacherei, die im 19. Jahrhundert ihre Hochzeit hatte, wie mir der Heimatforscher Manfred Thierer erzählt. Zusammen mit Gleichgesinnten hat er ein Museum zur Geschichte der Glashütte aufgebaut. Sehr gut. Ach, guck mal hier. Was sind das denn für Teile? Das sind ja riesige Flaschen. Ja, das sind die größten, die wohl von der Hütte geliefert wurden. Und auch sie waren für die chemische Industrie bestimmt. Schmitzfelden lieferte Flaschen aller Art. Da alle möglichen Verschlüsse natürlich von den Flaschen, Champagnerflaschen. Dann hier, das sind. Was ich ja so beeindruckend finde, den habe ich ja vorhin hier aufgesammelt und den lasse ich ja nicht mehr los, seit ich unterwegs bin hier. Kriegen Sie als Geschenk. Dankeschön. Dass man aber praktisch aus solchen Steinen letztendlich ja das durchsichtige Glas macht. Heute sorgen moderne Gasöfen für die Temperaturen, die man benötigt, um aus Quarzsand und einigen Zuschlagstoffen die unterschiedlichen Glasschmelzen herzustellen. Dann ist Handwerk gefragt. Stefan Michaelis weiht mich in die Geheimnisse der Glasbläserei ein. Er hält die fast vergessene Tradition des Glasmachens im Allgäu am Leben. Durch das Blasen erzeugt er einen Hohlraum, den er mit Spezialwerkzeug weiter ausformt und schließlich öffnet. Man soll aus dem Glas am Ende ja trinken können. Bei Stefan Michaelis sieht das alles ganz spielerisch aus. Jahrzehntelange Erfahrung steckt dahinter. Und dann wird es für mich ernst. Und dann dürfen Sie mal in die Pfeife hineinblasen. Mach ich doch gerne. Kugel aufzublasen. Und schön ausbalancieren, dass es immer der Achse läuft. Ja, die Achse hat bei mir einen kleinen Knick. Schlimm? Der Griff runter. Runter? Genau. Jetzt habe ich's raus. Ja, da passiert eine Blase. Oh ja, sehr schön. Da. Oh, jetzt gibt's eine Kugel. Und was für eine? Da haben wir jetzt was ganz Interessantes gemacht. Ein hauchdünnes Stück Glas. Ja, sehen Sie mal. Das wollte ich eigentlich auch. Ich habe zu stark gepustet, ne? Ja, genau. Das schwarze Herz des Allgäus mit dem Glasmacherdorf Schmitzfelden lockt heute vor allem Touristen, die einmal eine Fahrt ins Blaue machen. Fahrt ins Blaue? Das stimmt farblich im grünen Allgäu ja ganz offensichtlich nicht. Woher kommt eigentlich der Begriff? Einige behaupten, genau von hier. Denn bevor die Milchwirtschaft das Allgäu mit seinen grünen Wiesen überzog, war seine auffälligste Farbe blau. Heute kaum noch vorstellbar, doch im armen Vorkäseland kämpften die Bewohner auf kargen Böden bei schlechtem Wetter ums Überleben. Der blaublühende Flachs wurde als Zuerwerb rund um den Hof angebaut. In fast jeder Bauernstube stand damals ein Webstuhl, mit dem aus dem Flachs Leinen gemacht wurde. Auch wenn es im Allgäu heute keine Flachsfelder mehr gibt, hat sich der Begriff gehalten. Die ersten Touristen, die die landschaftlichen Schönheiten erleben wollten, unternahmen eine Fahrt ins Blaue, ins wildromantische Allgäu. Heute ist der Tourismus eine der wichtigsten Einnahmequellen der Allgäuer. Letztlich ist das ganze Jahr über Saison. Klassiker sind Skifahren, Bergsteigen, Wandern. Doch das Angebot wird immer bunter und ist manchmal auch ganz schön schrill.
Canyoning ist so ein Trend. Im Neoprenanzug und ohne Ohrringe oder Ähnliches, womit man sich verletzen könnte, wollen wir tosende Bergschluchten durchqueren. Das ist nur mit der richtigen Ausrüstung und geführt auf dafür freigegebenen Strecken ein kalkulierbares Risiko. Neben Helm, Gurt und Co. sind die vom Wasser geschliffenen Felsen das Sportgerät beim Canyoning. Christoph Ebert führt von Frühjahr bis Herbst Touren durch Klamm und Schlucht und erklärt die wichtigsten Verhaltensregeln. Ganz wichtig, die Beine flexibel halten, nicht einstechen wie eine Bombe, einfach nachfedern. Wichtig ist ihm auch ein schonender Umgang mit der Natur. Denn die ist die Grundlage der Tourismusindustrie im Allgäu. Wasser spielt auch bei einer sanfteren Variante des Tourismus im Allgäu eine Rolle. Wassertreten nach Pfarrer Sebastian Kneipp. Der Naturheilkundige aus Wörishofen ist heute so aktuell wie vor 150 Jahren. Eingerahmt von poliertem Nagelfluh. Ein Hochgenuss. Die heilende Kraft des Wassers, das hier durch die Allgäuer Gesteinsschichten gefiltert wurde, erkannte Kneipp zwar nicht als erster, doch er machte die Wasserkur berühmt und zog zigtausende Heilsuchende ins Allgäu. Heil runterkommen heißt es jetzt für mich. Letzte Tipps von Christoph und dann geht's los. Ein echter Abenteuerspielplatz. Der Geologie zu verdanken. Morgens um 4 Uhr werde ich geweckt. Das ist Teil der Schrotkur in Oberstaufen. Kalte Wickel sollen den Stoffwechsel anregen, damit ich die Gifte aus meinem Körper ausschwitze. Gut eingepackt darf ich dann weiter schlafen und von gedünstetem Gemüse und einem Glas Wein träumen. Die gehören nämlich auch zum Gesundheitsprogramm aller Schrot, der übrigens ein Zeitgenosse von Pfarrer Kneipp war. Das große Finale. Für mich die definitive Mutprobe unserer Tour auf dem glattpolierten Stein der Staatslachklamm. Damit ich beim ersten Mal nicht die volle Länge rutschen muss, seilt mich Christoph ein Stück weit ab. Auch nichts für schwache Nerven. Aber so sind viele Trendsportarten in den Alpen eben. Ob Mountainbiking, Gleitschirmfliegen, Snowboarden, ohne Nervenkitzel scheint es nicht zu gehen. Ich schone meine Nerven lieber, ganz bewusst. Yoga mit Blick auf die Nagelfluhkette. Die Entschleunigung hat auch das Allgäu erreicht. Oder sollte ich besser sagen, die Entschleunigung ist hierher zurückgekehrt. Auf jeden Fall ist Wellness voll im Trend bei den Touristen. Der Hund ist das hier, ne? Viele Allgäuer sind sich bewusst, dass der Tourismus Segen und Fluch sein kann. Und die Balance zu finden, ist genauso schwierig wie Garudasana, die Adlerübung beim Yoga. Zum Glück geht es ja auch so. Einfach mal in Ruhe das Allgäu in seiner Urform wirken lassen. Das stimmt. Schweigen und die Resultate der Alpenfaltung genießen.